Hallo Leute, hier einmal ein paar kleine Infos zum neuen One-Down-Patch. Es wurden zwei neue Schwierigkeitsgrade hinzugefügt. Einmal Mayhem, das befindet sich von der Schwierigkeit her wohl zwischen Overkill und Todesmut, also so ein Zwischengrad für diejenigen, die Todesmut immer zu schwierig fanden. Dann aber. Hoppala, da wurde ich schon entdeckt. Dann aber beispielsweise Todesmut zu schwierig. Tja. Für euch gibt es jetzt was Neues. Ansonsten für die, die Todesmut schon immer relativ langweilig fanden, zumindest laut, für die gibt es jetzt den neuen One-Down-Schwierigkeitsgrad. Das heißt, ihr dürft nur noch einmal down gehen, danach ist euer Bildschirm grau. Das heißt, nach dem zweiten Mal niederschießen, seid ihr dann verhaftet. Des Weiteren gibt es da jetzt auch ein paar neue, andere Erneuerungen. Beispielsweise gibt es neue Gegner, wie beispielsweise. Hoppala, wer schießt mich denn da an? Böser Junge. Na. Wie die neuen SWAT-Einheiten. Ich hoffe, man sieht sie gleich noch und ich sterbe nicht sofort, weil die teilen unglaublich viel Damage aus. Noch mehr als bisher auf Todesmut. Die Juggernauts sind mittlerweile noch ein Tacken härter geworden. Man kann sie nicht mehr stunnen, gar nichts mehr, nicht mehr umwerfen. Die, da sind sie. Boah, schnell, 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 schnell hier weg. Die sind echt heftig. Also noch heftiger als vorher. Und ansonsten, das wäre es eigentlich zu den lauten Sachen. Da hat sich sonst nicht besonders viel geändert. Was die Stealth-Sachen angeht, hat sich das vom Schwierigkeitsgrad her eigentlich kaum geändert. Oh. Ja, ihr seht. Oh, ja, ja, ja. Ja, was ist das? Oh. Hat sich das eigentlich vom Schwierigkeitsgrad her auf jeden Fall nicht geändert. Stealth, es sind die gleichen Mengen an Wachen da. Die sind. Die sind genauso häufig da, genauso viele da, die Kameras haben sich nicht verändert, es hat sich auf Stealth überhaupt nichts verändert. Nur, dass ihr jetzt eben einen Schwierigkeitsgrad höher gehen könnt und ja, ich werde die Folgen wahrscheinlich auch nochmal neu aufnehmen, einzig und allein, um dann eben zu zeigen, dass es genau das ist, wovon ich sprach. Gut, ich springe da jetzt einfach mal rein. Oh, kriege ich dich down? Ja, schön. Ja, ihr seht, sofort grauer Bildschirm. Dann seid ihr ziemlich Geschichte. Was sich jetzt auch noch mit dem Update verändert hat, zeige ich euch jetzt. Und zwar könnt ihr jetzt hier nicht mehr in euer Versteck gelangen. Dafür müsst ihr jetzt erst wieder in PrimeNet rein und dann auf euer Safehouse. Ihr seht, das ist jetzt nicht mehr das alte Safehouse, sondern ein komplett neues. Dazu aber gleich mehr, da mache ich gleich auch nochmal einen kurzen, schnellen Rundgang und was interessant bei der ganzen Sache ist, ihr könnt jetzt euer Safehouse hier auch verbessern. Es bringt euch, glaube ich, rein gar nichts. Ich bin mir auf jeden Fall nicht sicher, was es euch bringen soll. Aber das könnt ihr auf jeden Fall mit Continental Coins machen. Die Continental Coins kriegt ihr, wenn ihr hier diese Trophäen macht. Viele von euch kennen die sicherlich schon als normale Achievements. Hier, ich habe jetzt einen Bankraub gemacht, dadurch habe ich ein paar Punkte bekommen. Habe ich hier noch einmal den Juwelier auch schon auf One Down gemacht, aber der zählt leider die vorherigen Achievements nicht, sonst hätte ich hier nämlich schon ein paar mehr. Gut, ansonsten könnt ihr jetzt hier Safehouse, zack, enter your Safehouse. Ist genauso wie vorher. Jetzt werden wir gleich von unserem Butler, ich nenne ihn. Ah, wie nenne ich ihn denn mal? Ich nenne ihn Jack. Ah, doch, da ist er. Ja, wobei, nee, der hat eher einen britischen Akzent, dann nenne ich ihn doch eher James. Das passt besser. Gut, hier sind wir jetzt im Safehouse. In unserem neuen. Hier läuft jetzt unser Butler rum. Und ein paar andere Charaktere, wenn ich sie denn jetzt hier gerade wieder finde, die überall im Haus sind. Hier haben wir Hoxton. Hier haben wir Clover. Das sind jetzt die jeweiligen Bereiche der Person, die man dann auch verbessern kann. Dann geht es hier weiter. Hier haben wir Chains. Dann gehen wir hier in die Garage. Hier steht Rust. Hier drüben ist Sydney. Hier unten drunter ist Houston. Dann haben wir zwei Zugänge. Einmal da hinten, einmal hier. Im Keller. Dragan, der hier seine Fitnessübungen macht. Frag mich nicht, was Booty hier macht. Ich habe am Anfang gedacht, er würde hier sein Surfbrett zusammenbauen. Sieht ein bisschen danach aus. Aber das sieht mir irgendwie. Nee.
Naja, hier geht's auf jeden Fall dann zu eurem Tresor. Etwas größer alles. Das sieht jetzt sehr, sehr leer aus, wenn man hier nicht die beiden großen Räume beachtet. Ansonsten könnt ihr über die Trophäen eben auch bestimmte Gegenstände in eurem Safehouse freischalten, die dann irgendwo rumstehen. Ich habe bisher nur eine von diesen Sachen. Hoppalala. Hier geht es dann auch noch rein. Hier haben wir dann John Wick. Da drüben ist, wer ist das schon wieder? Wolf. Richtig. Ansonsten hier geht es dann nach oben. Und dann sind wir schon wieder hier. Ja, ansonsten gibt es hier eigentlich nicht besonders viel zu sehen. Ich schaue gerade nochmal. Jimmy, der sich ein bisschen vollgekokst hat. Ansonsten. Bonnie. Hier irgendwo müsste jetzt nämlich ein kleines Souvenir für mich stehen. Theoretisch. Dann könnt ihr auch solche Kleinigkeiten hier machen. Haha, ein guter Witz. Nicht. Ja. Ansonsten, wäre es das eigentlich soweit mit dem Update? Es ist ungefähr 4 GB. Es gibt jetzt statt der üblichen 5, also normal, schwierig, sehr schwierig, Overkill und Todesmut noch 2 weitere. Mayhem und One Down. Das heißt, die neue Anordnung ist dann eben normal, schwierig, sehr schwierig, Overkill, Mayhem, Todesmut und One Down. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.